Es ist gleich 12 Uhr. Sie hören die Glocken von Termina. Herzlich willkommen zurück zu Majora's Mask auf der Nintendo Switch. Ich bin euer Kellervater. Schön, dass ich wieder da bin. Nun werden wir Anju und Kaffei abschließen. Vielleicht nicht jetzt in dieser Episode komplett, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall, unser Ziel ist ja, die Maske der Liebenden und auch noch Madame Aroma Bescheid zu geben über den Verbleib ihres Sohnes. Hi. Gut, das machen wir jetzt. Jetzt schauen wir nur ganz kurz. Noch nicht. Ich glaube, das fängt um 1 an hier. Das heißt, eine Stunde vergeht ja wie im Flug hier in Termina, wenn man die Zeit auf normaler Geschwindigkeit laufen lässt. Jetzt haben wir noch eine Viertelstunde. In der Zwischenzeit können wir noch eine rauchen. Nein, bitte nicht. Lass das mit dem Rauchen. Okay. Kann man da jetzt schon rein? Sie ist versperrt. Jetzt pass auf. 1. So, dann werden wir das hier machen. Wir werden wie immer die Zeit langsam laufen lassen, wenn wir sie langsam brauchen. Und das ist jedes Mal, eigentlich das ist jedes Mal, außer wenn wir warten müssen. Ah, ich fürchte mich schon so vor dem Wassertempel. Ugh. Er ist eigentlich recht cool mit dem ganzen, mit der Strömungsdynamik und so weiter. So. Huch, der grünbemützte Junge. Kaffei bittet dich, seiner Mutter dies zu überbringen. Das machen wir doch, ist von äußerster Dringlichkeit. Beeile dich mit der Zustellung. Letzte Nacht kam ein Kunde in meinen Laden. Kaffei hat ihn gesehen und plötzlich erbleicht er und läuft ihm nach. Dieser Kerl ist ein geiziger Dieb namens Sakon. Ich glaube, er kommt aus Ikana. Genau. Und da werden wir uns jetzt auch hinbegeben. Jedoch gibt es noch eine Sache, die wir dann noch machen werden. Und das ist den Brief Eilpost an Mami. Werden wir hier noch abliefern. Ach so, das liefern wir dann später ab, hätte ich gesagt. Weil jetzt sollten wir eigentlich direkt nach Ikana uns aufmachen. Und dann uns mit Kaffei treffen, würde ich sagen. Und dann uns mit Kaffee treffen. Bist du deppert? Mein Deutsch ist schon wieder von die beste Welt. So, Kaffee, das ist ab 18 Uhr, das passt genau. Und dann zum Schluss, kurz bevor wir eingehen. Und Mami treffen wir. Oh, die ist bis zum bitteren Ende dann da. Das ist gut. Der Papa, der leider nicht. Aber das ist wurscht, den werden wir am Zyklus Tag 1 dann besuchen oder am Tag 2 oder am Tag 3. Es ist scheißegal. Irgendwann müssen wir ihm halt die Maske der Liebenden zeigen und das war's. Und dann fehlt uns noch eine Figur. Die ist wahrscheinlich direkt abschließbar, gehe ich davon aus. So wie die rosa Geschwister und so weiter. Gut, 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 gut. Wunderbar. Schaut nicht so schlecht aus. Wir begeben uns nach Ikana mit unserem kleinen Glitch, den wir da ausgenutzt haben. Wir haben ja noch nicht mal die Eispfeile, haben aber schon die Eulenstatue erweckt in Ikana. Wie haben wir das gemacht? Indem wir einfach einen Glitch ausgenutzt haben. So eine Engstelle, eine enge Passage. Ah, Engstelle. Einfach, die haben den einen Baum, wo man sich hinziehen kann, nicht genau weit genug weggelegt für den Fanghaken und daher konnte man sich hinziehen. So einfach ist das. Ikana Canyon. Der Soundtrack ist hier auch so geil. Und vor allem beim Felsenturm. Beim Felsenturm, das ist der beste Soundtrack. Das ist das beste Theme überhaupt für ganz Zelda ever. Das ist einfach mein Lieblingssong. Jedes Mal, wenn Taya hier aufblinzelt, dann könnten wir mit der Garo-Maske einen dieser Krieger hervorlocken. Hier verstecken wir uns dann mit... Ah, da ist er schon. Kaffei. Hey. Ich habe ihn gefunden, grünbemützter Junge. Er nutzt diesen Ort als Lager für sein gesamtes Diebesgut. Sein Name lautet Sakon. Letzte Nacht kam er zum Laden. Da bin ich ihm gefolgt. Das Lager für all die Dinge, die er gestohlen hat, befindet sich auf der anderen Seite dieser Steintür. Nur Sakon kann sie öffnen. Der einzige Weg hineinzukommen ist, auf Sakon zu warten. Ich werde warten. Ich habe Anju mein Versprechen gegeben. Er wird kommen.
Okay, ich warte mit dir in den Abend hinein. Wow. Silbentechnisch ist sich's ausgegangen. Aber ich hab's in drei verschiedenen Tonlagen gesungen. Nacht des letzten Tages reisen. Jo. Wie ein Wahnsinniger. Ich hoffe, er sieht uns halt nicht. Boah, das dauert. Aber jetzt müsste um 7 müsste es ziemlich genau sein, oder? Die sind immer relativ genau mit den Uhrzeiten. Ist auch überhaupt nicht auffällig, dass er da nach reingerannt ist. Und jetzt löst er natürlich die Falle aus. Ich kenne das ja schon. Fettes Lager und ab geht's. Jetzt hast du es geschafft, du Idiot, ja? Ich stelle mich. Ich komme ja schon. Teamwork makes the dream work. Gelle? So. Vorrichtung befinden, Tür öffnen, oh, die Maske. Er versucht, sie aus unserer Reichweite zu bringen und mit ihr zu flüchten. Wir müssen uns beeilen. Ja, nichts leichter als das eigentlich. Ich mag ihn nicht. Aber haben wir eine andere Wahl? Sollen wir ihm helfen? Sich im Angesicht der Gefahr nicht zu bewegen, wenn man weiß, dass dies besser ist. Das würde Tael tun. Das ist es. Los, gehen wir. Okidoki. Interessant, dass ein Gegner einen Chur-Alter auslöst. Alter, das ist eher blöd. Kann man das verlangsamen? Man sollte halt nur nicht aufs Rote steigen hier. Na, okay, bist du der Ver- Das wird ja wohl passen mal. Ja, nur nichts aufs Rote steigen, dann ist alles cool. Ich überlege gerade, wie gehen wir das an? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Fiat. Ah, ich weiß wie. Ich Idiot. Das ist ja eh easy. Oder ist es das? Ist es das? Es ist das. So leicht. Ja, ist es. Komm. Hä? Wieso kann er denn nicht schieben? Ja, spinne ich jetzt, oder was? Hä? Das hatte ich jetzt anders... Hä? Das ist ja doof. Alter, wir können sie nicht ziehen. Ich hab, warte mal, ich hab kurz keine Ahnung. Was tun wir, was tun wir, was tun wir? Scheiße. Wir können nicht ziehen, oder? Nein. Verdammt. Okay. Okay, 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 okay. Oder nicht okay, gar nicht okay eigentlich.
Den kann ich nirgends hinbewegen. Wieso kann ich den nirgends hinbewegen? Was ist da los? Ich kann nichts tun. Ich glaube, wir haben es verkackt. Ich glaube, ich habe es verkackt. Oh mein Gott, ich erstelle schnell einen Speicherpunkt hier. Daten überschreiben, ja. Egal. Damn it. Leute! Komm. Ich hab's doch. Come on. Jetzt du, das muss gehen. Es ist noch nicht zu spät. Ich muss zurück in die Stadt. Leute, das war knapp. Das war so knapp. Das war so unendlich knapp. Oh, wow. Da sind wir schon. Ja, ist okay. Wir verschnellen die Zeit jetzt. Wir verschnellen sie. Wir normalisieren sie. Weil sonst ist die Wartezeit einfach viel zu lang. Und in der Zwischenzeit, während die dann normal läuft, ja, normaler Zeitfluss wiederherstellen, bla bla bla, hin und her und alles cool, überbringen wir die Maske, die Post an Mama. Und dann geht's ab in den Eintopf, in den Gasthof zum Eintopf und dann bekommen wir die Maske der Liebenden. Alter, ich dachte, das geht sich nie mehr aus. Ja, es war nur mehr eine Möglichkeit da. Das heißt, man musste einfach den roten Schalter drücken. Anders wäre es nie gegangen, das hätte nie funktioniert. So, was wir jetzt auf jeden Fall brauchen, als allererstes, ist mal die Romani-Maske, sonst kommen wir da nicht rein. Oder doch? Kommen wir zum Schluss, am letzten Tag da rein? Okay. Ach, ist die Trottel. Okay, ja, danke. So. Romanis Maske, ich weise mich aus. Niki tritt näher. Dass die da noch Wert drauf legen. Na, was ist mit ihm? Hey, Wirt. Willkommen. Wie Sie sehen können, haben alle unsere Kunden bereits die Stadt verlassen. Vielleicht bedeutet es meinen Ruin, aber ich werde diesen Laden nicht im Stich lassen. Und ich gehe von diesem Tresen nicht weg, bis ich einen meiner Stammgäste wiedergesehen habe. Und habe ich mich getäuscht? Nein, schon sind Sie da. Achso. Ich will nicht mit dir sprechen. Bist du sicher, dass du nicht fliehen willst? Ich befürchte, die Stadt ist dem Untergang geweiht. Sieh dir nur den Mond an, er ist so riesenhaft geworden. Die ganze Stadt ist auf der Flucht. Du solltest auch fliehen, weit weg. Warum flieht sie dann nicht, frage ich mich. Gut, wir brauchen auf jeden Fall jetzt dann seine Maske. Bist du etwa der, den ich auf die Suche nach Kaffee geschickt habe? Wie geht es voran? Hast du ihn gefunden? Yes. Das Hammer. Ich muss aufs Klo. Oh, eine Eilzustellung. Das ist von Kaffee, nicht wahr? Ich habe doch recht. Wunderbar. Du bist wirklich ein Meisterdetektiv. Ja, Verzeihung. Mein Dank ist dir gewiss. Ja, es ist schließlich dein Job. Nur das bringt mir nichts. Mir bringt die Chateau Romani an dieser Stelle absolut gar nichts, außer wir würden jetzt dein magisches Durchhaltevermögen wird darüber hinaus verstärkt. Lass deinen Gaumen von diesen Edeln. Das könnte man nutzen, wenn man den Majora besiegen wollte. Es tut mir sehr leid, alles, was ich dir geben kann. Eigentlich wollte ich es dir früher geben, wirklich. Okay. Ich glaube dir zwar nicht, aber das ist auch absolut irrelevant an dieser Stelle. Wir trinken das Ding jetzt aus, weil wir werden nicht gegen Majora antreten an dieser Stelle. Also bitte, sauf einen Schluck von der alkoholhaltigen Milch.
Was? Heißt das, man verbraucht gar nichts mehr? Ja, man verbraucht gar keine magische Energie mehr. Das ist natürlich was wert. Leute, das ist was wert. Da könnten wir natürlich einiges... an Nervigkeit loswerden bei diversen Kämpfen, wo viel Magie gefragt ist. Oder allgemein, man haut sich die am ersten Tag rein und ab geht die Party. So, da müsste ja Anju sein, oder? In der letzten Minute sollte Kaffee dann ja da auf... schaut euch das hier an. Was gibt's denn hier für uns? Wieder was zum Einzahlen. Ich will jetzt nichts einzahlen, ehrlich gesagt. Aber wäre ja schade, wenn wir die Wirtschaft hier nicht ruinieren würden. Schau, ein Brautkleid. Und du? Ich habe mich entschlossen, auf ihn zu warten. Ich habe ihm mein Versprechen gegeben. Ich habe Vertrauen. Ich glaube ihm. Ich höre immer nur ich. Okay, warten wir jetzt. So lange müssen wir noch warten. Oh Gott, da wird eine Cut-Magie jetzt stattfinden. Schnittmagic. Er kommt. Hurra! Und damit haben wir Anju Kaffee abgeschlossen und können im nächsten Cycle tatsächlich mit dem Bürgermeister und der Maske der Liebenden, also mit der Maske der Liebenden, den Bürgermeister ansprechen und alle in dem Raum beruhigen. Das ist einfach toll und bekommen wahrscheinlich einen Herzteil dafür. Besser geht's gar nicht, Leute. Besser geht's nicht. Ich darf nicht vergessen, dass ich da To Be Cut noch dazu schreibe. Das heißt, Anju Kaffee abgeschlossen. Der Mann, den könnten wir abschließen, indem wir ihm endlich die Maske der Nacht abkaufen. Dafür brauchen wir die riesen Geldbörse. Die Maske der Nacht kann man erst hier abkaufen, am Ende des dritten Tages. Das ist auch gut zu wissen, dass es die vorher nicht gibt. Ja, den können wir abschließen. Ja, und dann ist nur mehr einer übrig, den wir noch nicht kennen bis jetzt. Okay, coole Sache. Jetzt gibt's einen Cut.